Give me that, Pro 5. Hier ist wieder Coendos und ich sage Welcome back to Dead Space. So, wir sind immer noch in einer sehr coolen Aufnahmesession, weil ich einfach mega mäßig drauf bin hier. Mich total freue. Das könnte daran liegen, dass ich wieder Cola habe. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Habe ich zwischen den Folgen nicht gemacht. Ich glaube aber, das hatte ich bei Overlord gesagt, dass ich keine Cola mehr habe. Nee, das habe ich hier in der... Klar, das habe ich doch hier gesagt. So, in der letzten Aufnahmesession bin ich einmal ganz sinnlos dorthin gerannt, aber diesen Steg hier haben wir noch gar nicht besucht. Deshalb renne ich auch nochmal hier nach hinten. Ja? Ich könnte hier jetzt einen Skip einfügen. Guck mal, ich kann seitwärts rennen. Ich kann auch rückwärts rennen. Isaac ist so sportlich. Ja, guck mal, wir müssen auf jeden Fall hier nachher runter und das bewegen. Okay. Und es sieht aus wie eine riesige Arena, deshalb wird dort die Hölle losgehen. Mann, Mann, Mann. Gerade ganz heimlich aufgestoßen. Weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Aber ich war ganz leise. Ja, dort unten wird auf jeden Fall die Hölle losgehen. Guck mal, was da ist. Da sind Explosivfässer. Dort ist der Marker, den müssen wir dann bewegen. Wenn ich nur jetzt schon die Möglichkeit hätte, also wenn ich jetzt doch dieses Chinesen-Modul aufgewertet hätte, vielleicht würden wir bis dahin reichen und könnten dann... Nee, garantiert nicht. Das würde ja so viel vom Spiel wegnehmen. Das würde nicht funktionieren, also... Aber es wäre ja lustig, wenn man einen ganzen Spielbereich umgehen könnte, nur wenn man das Chinesen-Modul, was jeder unterschätzt hat, einmal aufgewertet hat. So, wir müssen die Schwerkraft ausschalten, hat er im letzten Video gesagt. In der letzten Folge. Warte mal ganz kurz. Ich habe schon wieder meinen Timer nicht angemacht. Das heißt, wir werden diese Folge wahrscheinlich ein bisschen überziehen, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie lange wir jetzt schon im Spiel sind. Bevor ich das mache und bevor ich irgendwas aktiviere, gucke ich erst. Das ist einfach klug. Mit K, K-L-U-K. Ach nee, wird mit G geschrieben, ne? G-L-U-K. Das ist einfach klug, weil, wenn wir dahinter rennen, wenn das hier schon aktiviert ist, dann wollen uns wieder alle möglichen Leute töten. Ah, jetzt können wir hier... Guck mal, was ich kann. Ich kann mich durch den ganzen Saal bewegen. Sollen wir die Explosivfässer da mal lieber wegnehmen? Nicht, dass unser lieber Freund noch in die Luft fliegt. Ach komm. So viele. Wirklich so viele. Jetzt pack doch mal deinen Pimmel aus. Ach Mann. Ich will es ja irgendwie klug machen, weißt du? Jetzt reicht's mir aber hier. Na. Wo kam der her? Wo kam der jetzt her? Da oben. Ich will das alles mitnehmen. Ich will nichts verkommen lassen. Ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen überziehen. Warum schweben die nicht? Wollte mich gerade schon beschweren. Aber hier sind eventuell Viecher drin, deshalb schmeiße ich das mal hier rüber. Achso, Moment, das geht nicht. So. Gib mir das. Und nachladen könnte ich vielleicht auch mal, wenn... Das wird hier nicht so einfach sein. Wo ist denn jetzt der ganze Stuff, den die verloren haben? Schwebt der hier bei denen rum? Nee. Okay. Gut, egal. Ich gehe jetzt hier drüben zu den Spinden. Das Ding bei mir ist, wenn ich so unter Adrenalin und unter Cola stehe, Cola mein Kaffeeersatz sozusagen. Also ich trinke keinen Kaffee, weil ich trinke eigentlich außerordentlich wenige Sachen oder nehme außerordentlich wenige Sachen ein, die irgendwie aufputschend wirken. Deshalb wirkt Cola auch noch so gut bei mir. Ich meine, es gibt so viele, wir leben ja im Energy Drink Zeitalter. Bewegen wir den eigentlich? Ja. Ganz langsam, ne? Warum ist denn das so lahm?
Wir leben ja im Energy-Drink-Zeitalter und da lachen Leute drüber, wenn du sagst, oh, ich habe heute Cola getrunken, ich bin heute irgendwie so aufgedreht. Irgendwie, diese Explosivfässer machen mir ein bisschen Gedanken. Ach, hier liegt noch was. Guck mal. Wo waren das jetzt? Dankeschön. Hier müssen wir die Weichen stellen, oder was? Nu denn. Ich hätte ja jetzt gedacht, jetzt ärgert sich wieder irgendjemand. Wo muss denn der jetzt hin? Muss der hier rüber? Wo genau willst du ihn haben? Hier ist es auf jeden Fall noch nicht nah genug. Kann ich den jetzt nicht bewegen, wenn der hier drauf steht? Okay. Ach so, okay. Ich verstehe das Rätsel. Ups. So, man kann ihn nicht drehen, das ist auch irgendwie klar. Wenn er drauf steht, weil dazu ist einfach das Ding zu schwer. Komm, warum kann ich dich nicht rüberzerren? Warum kann ich ihn denn jetzt nicht ziehen? Komisch. Es ging gerade nicht. Irgendwie wundert es mich ein bisschen, dass wir jetzt nicht noch mehr belästigt werden von anderen kleinen Arschgeigen. Da drüben liegt noch eine Kiste. Die hole ich jetzt, weil wir jetzt gerade eh angegriffen werden. Na, wo sind sie denn? Was? Ach, da. Oh, hier ist direkt einer vor uns. Den habe ich jetzt fast nicht bemerkt. La la la. Wo ist denn jetzt der? Hier hat noch einer gebrüllt. So. Bisschen Konzentration hier. Die ganzen Spinde hier mache ich noch auf. Wir wollen noch nichts kommen lassen. Und theoretisch könnte ich ja jetzt auch rüberspringen und könnte diese andere grüne Kiste aufmachen. Aber ganz ehrlich, das ist es jetzt nicht wert. Würde ich mal behaupten. Hier war doch noch einer. Hier hat doch noch einer gebrüllt. Lalalala. Hier sind auch diese ganzen, hier können wir uns den Marker mal aus der Nähe angucken. Hier sind diese ganzen Alien-Graffitis drauf. Gib mir alles, was du hast. Nur nicht den süßen, süßen Tod. Es macht mir heute irgendwie außerordentlich viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie es kommt. Also es macht mir auch sonst viel Spaß, aber heute außergewöhnlich viel. Ich renne jetzt nur hier hinter, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, noch irgendwie was vergessen zu haben. Ja, ja, ich mache jetzt hin. Alles gut. Nicht ärgern. Alien Graffitis. In dem Buch, was ich dir in der letzten Folge erwähnt habe, hier die Wächter der Tiefe, ging es übrigens darum, oder da hatten sie ganz viele Signale, also diese außerirdische Zivilisation hat ganz viele Signale gesendet. Ja, cool. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Spring mal hier an die Wand. Hol mal jetzt das Ding. Noch. Wisst ihr was, ich spring jetzt noch hier rüber. Drauf geschissen. Einfach weil. Na? Na? Also. Das war es jetzt eigentlich nicht wert, aber ich meine, mein Gott. Hier ist unser Shuttle.
Weißt du was, ich will es einfach bloß mal ein bisschen noch auskosten hier. Da lag noch was. Madpack, bist du's? Madpack? Bist du hier irgendwo? Ich will dich nicht zurücklassen. Jetzt sag nicht, dass ich hier nicht wieder wegkomme. Das wär's noch gewesen. Ah, da ist noch ein großes Medipack. Egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir müssen doch garantiert sowieso hier nachher nochmal hin, oder? So wie das hier aussieht. Hier sind noch Spinde. Von denen ich wahrscheinlich sowieso das Zeug nicht mitnehmen kann. Eigentlich wollte ich die Stase ja mal benutzen, die wir noch haben. Doch, wir konnten alles mitnehmen. Sehr schön. Freue ich mich. Ich meine, glücklicherweise geht das hier auch jetzt relativ schnell dadurch, dass wir hier durch die Gegend springen können. Kann ich so weit springen? Cool. Nice. Über den Wolken, ja, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, Nekromorphs und Sorgen spielen keine Rolle, bla bla bla, ich kenne den Text nicht. So. Ich denke, wir haben alles, ne? Dann machen wir jetzt Schwerkraft wieder an. Hier vorne ging das. Entschuldigung. Ende der Schwerelosigkeit. Sehr schön. Frachtlieferung 782 wird geladen. Das gucken wir uns natürlich an. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Abgefahren. Ja, weiter geht's. Ich hoffe mal, dass wir überhaupt an Bord gehen dürfen. Hier ist zu, also wir müssen sogar. Der wird doch jetzt gekillt. Warum stehst du denn da draußen? Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Wer war das? Nein. Nein. Warte, Emilia. Wo gehst du hin? Warte. Mein kleiner, nein. Du wolltest doch das Richtige tun. Ich glaube dir jetzt. Wer war das? War das jetzt Kendra? Muss ich da irgendwie ranspringen? Nee, kann ich gar nicht. Es ist ja nicht schwerelos. Bleib hier! Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ich liebe dich. Krass. Krass. Ich wollte jetzt gerade sagen, diese miese Schlampe, ja? Aber das hätte man jetzt falsch verstehen können, damit meine ich nicht Nicole. Sondern Kendra. Die lässt uns hier einfach krepieren? Die lässt ein ganzes System krepieren? Oh, wo müssen wir denn jetzt hin? Was? Hier sind jetzt alle Türen offen. Wir können jetzt theoretisch durch die gesamte Karte nochmal durchrennen, wenn wir wollen. Also hier Karte 1 natürlich. Das wäre ja krass. Im Flugkontrollraum?
Okay. Ah, okay. Komm, Schatz, ich komme. Nicole. Ich find's irgendwie immer so krass, wenn ein Spiel so kurz vorm Ende ist. Ich finde das irgendwie, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist es auch so schade, weißt du? Also es ist schön, die ganze Story zu sehen, aber es ist auch so schade, dass es vorbei ist. Was war denn das? Was war denn das? Ich weiß. Mist. So. Operation gelungen, Patient tot. Ich guck gleich noch durch das Fenster. Wir wollen ja nichts verpassen. Ja, krass. Ach so. Hier ist bloß Flight Deck. Nicole? Bist du's? Oh Gott, hier ist überall Blut. Isaac? Ja. Bist du das wirklich? Gott, du lebst noch. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Ich auch nicht. Gott, es tut mir so leid. Lass mich dich mal in den Arm nehmen. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Du hast mir doch gar nicht wehgetan. Was ist denn mit dir? Du bist so anders. Wo kommt dieser Leberfleck auf deiner Wange her? Der war vorher noch nicht da. Mach uns wieder ganz. Das heißt so viel wie, der Marker wurde entfernt und er muss jetzt halt... Guck mal, hier ist überall dieses komische Zeug, diese Alien-Buchstaben. Nicole, lass mich dich doch mal in den Arm nehmen. Du bist voller Blut. Soll ich dir das mal wegputzen irgendwie? Ein Halbleiter-Diamant und Inventar ist voll. Das gibt's doch nicht. Der ist 25.000 wert. Ich schmeiß jetzt irgendwas raus. So. Nee, ich benutze mal hier so ein Ding. Wie viel lädt das auf? Es lädt alles auf, krass. Cool. Nicole. Irgendwas ist mit der. Ich finde das voll krass irgendwie und irgendwie voll traurig. Hä? Was? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, okay. Wir müssen hier irgendwas aktivieren. Weißt du was? Ich speichere mal ganz kurz. Nur mal zur Sicherheit, okay? Habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gemacht zwischen den Folgen. Standby? Okay, ich versuch's einfach mal. Warte mal. Bis gleich. Nee, geht nicht. Okay. Ich darf nicht speichern. Gut, dann geht's weiter ohne Speichern. Keine Ahnung, was wir jetzt ausgelöst haben. Isaac, was zum Henker soll das denn? Ah, Traktorstrahl. Das hier ist noch nicht vorbei. Ja, sieht so aus. Kennt ihr, du wolltest... Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Okay. Irgendwas ist doch mit... Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Ich hatte mir schon gedacht, dass wir noch runter zur Kolonie müssen. Wahrscheinlich ist die letzte... Ist das letzte Kapitel auf der Kolonie unten und außerhalb der Ishimura. Ishimura. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich versuche das immer japanisch auszusprechen. Ishimura? Keine Ahnung, ich kann das eher nicht so schön rollen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier war doch eben noch zu. Bitte warten, steht hier. Ach, ich hätte warten müssen, bis das gelandet ist, wahrscheinlich. Das hätten wir uns jetzt noch angucken können.
Na gut. Ich hatte jetzt schon gedacht, ich vertrödel hier wieder Zeit, aber habe ich gar nicht. Was klatscht hier? Achso, nur die Überreste unserer Opfer. So, und dieses kollektive Bewusstsein kann mich mal. Ich werde wie der Blitz sein. Ich werde so schnell zuschlagen, dass ich das kollektive Bewusstsein gestern treffe. Das macht sogar Sinn. So schnell, dass ich mich rückwärts durch die Zeit bewege. Okay, aber eigentlich wäre ein Shop mal ganz nett, damit ich diesen Halbleiter loswerde, das Inventar ein bisschen leer räumen kann. Ihr Penner! Ihr Penner! Das gibt's doch nicht! Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin, hä? Das war jetzt aber knapp. Mit der Munition. Warum habe ich jetzt wieder Platz im Inventar? Ich habe doch gar nichts benutzt. Ach, ich habe einmal nachgeladen. Das hat wahrscheinlich einen Slot freigemacht. Auch noch entkommen wollen hier. Ich würde sagen, Kapitel 11 ist vorbei, oder? Kendra dürfte nicht mehr an Bord sein. Die, jetzt bloß nicht herunterfallen. Die, hat sich ja mit einer Rettungskapsel abgesetzt. Das letzte Mal, als ich in so einem Shuttle gewesen bin, ist mir das um die Ohren geflogen. Ich steuere nicht, ne? Das macht er jetzt alles von selber. Abgefahren. Da ist sie. Du tust das Richtige, Isaac. Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Genau. Kapitel 11, alternative Lösungen, ist abgeschlossen. Krass. Und unsere Folge ist auch am Ende. Ich werde jetzt hier aufhören und direkt hier auch wieder einsteigen, denke ich. Also die nächste Folge wird hier wieder losgehen und dann wird direkt am Anfang der Folge ein Speicherschnitt sein. Ich weiß es nicht, weil ich weiß es jetzt echt nicht, wie ich es am besten lösen soll, denn in der nächsten Folge wird garantiert sofort, wenn ich hier mit dem Speichern durch bin und so, ne, wird garantiert sofort ein Video losgehen. Deshalb ist es mir an sich lieber, ich mache das jetzt hier so, dass ich hier den Fortschritt dass ich hier die Folge aufhöre. Also, dass ich hier aufhöre. Ich muss gerade meine Gedanken mal ein bisschen konzentrieren. Ich bin natürlich wieder komplett unter Adrenalin. Genau. Dann mache ich in der nächsten Folge mein Intro. Mir geht es hauptsächlich um mein Intro. Ich könnte natürlich das Intro auch nach dem Video machen. Weißt du was? Das mache ich. Ich werde das wahrscheinlich so zusammenschneiden. Ich höre jetzt hier auf, speichere. Und die nächste Folge... Nee, das ist auch scheiße. Doch. Sorry. Jetzt musst du dir das hier alles noch angucken. Doch, ich mach's so. Ich höre jetzt hier auf und die nächste Folge geht dann gleich los nach dem Speichern. So machen wir das. Und dann werde ich am Anfang gar nicht zu sehen sein. Dann gucken wir uns das Video an, was da wahrscheinlich kommt. Ich weiß es nicht, aber garantiert kommt eins. Dann gucken wir uns das Video an. Dann erscheine ich, mach mein Intro in Ruhe und dann geht's los. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann ist das halt so, ne? Okay. Alles klar. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin, ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quarantos und ich sage, komm mal, Tür.
Folge. Ich nehme an, dass du das bist. Ich hoffe echt, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich spiele halt blind, ne? Also es ist halt so. Wir werden es sehen, aber es wird schon. Also, dann bis zum nächsten Mal.